Es gibt Klischees, die sich scheinbar ewig halten. Zum Beispiel das, dass Frauen und Autos nicht zusammengehören. Im MAG-Museum Art & Cars in Singen am Bodensee widmet sich die neue Ausstellung dem Thema starke Frauen und starke Automobile. Obwohl die Geschichte der ersten Ausfahrt von Bertha Benz dem Automobil erst den nötigen Drive gab, Cleonore Stinnes im Automobil die Welt umrundete oder Luise Sarrazin eine erfolgreiche Autohändlerin war, das Automobil galt als Männerdomäne. Im Foyer des Museums begrüßt die Besucher der dreisitzige Benz Patentmotorwagen, noch bevor man den ersten großen Raum des Museums betritt. Aus den 1920er Jahren stammt, zu sehen im Raum 1, der Citroën 5HP, wendig und ohne Schnickschnack. Einfach pures Autofahren. Die Künstlerin Tamara de la Picca, sie galt als Diva, fuhr den kleinen praktischen Wagen. Ganz im Gegensatz dazu steht der schwere Rolls-Royce Phantom I Brewster Derby aus dem Jahr 1928. Die zierliche Emily als Kühlerfigur bahnt dem schweren Schiff den Weg. Ein Frauenauto? Das ist der Bugatti Typ 35A, Baujahr 1926. Ein edler Sportwagen, den Prinzessin de Ligny von Belgien chauffierte. Das MAG-Museum Art & Cars verfügt über einen Dunkelraum. Hier werden zwei besondere Art Cars präsentiert. Das BMW Art Car von Jenny Holzer ist ein BMW V12 Le Mans Rennwagen. Die Schweizer Künstlerin Corinne Sutter zauberte den BMW i8 in ein einziges Lichtspektakel. Nur im Dunkelraum und unter Schwarzlicht sind diese Werke zu sehen. Vanina X, Rennfahrerin und Tochter des sechsfachen Le Mans-Siegers Jackie X, fuhr den Porsche 911S, der im Spiegelsaal ausgestellt ist. Zeitgemäß passende Plakate und Werbekampagnen schmücken die Wände. Frauen und Motorräder, das war zu Beginn der Mobilität noch seltener. Doch Frauen fuhren sogar Motorradrennen, wie der Zuschauer beim Boxenstopp bei der BMW R47 von 1928 und einer MV Agusta Baujahr 1956 entdecken kann. Zum Thema starke Frauen sind im Museum auch Werke der Künstlerin Nina Nolte zu sehen. Faszinierend ist zum Beispiel die Oldtimer-Fahrerin mit dem gelben Schal auf dem Werk I'll Remember April aus dem Jahr 2013. Weitere Gemälde, auch aus der Sammlung der Südwestdeutschen Kunststiftung zum Thema Frauen in der Kunst, sind ebenfalls zu sehen. Neben Kunstwerken von Peter Phillips, Werner Eisele und Dan Pyle.